Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lost Odyssey. Wir sind hier im zweiten Teil des großen Stabes, immer noch auf den Fersen von Gongora. Und ja, ich habe mir so ein paar Sachen vorgenommen für diesen Part. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, oder? Sei nicht so ein Waschlappen, kommt weiter. Ja, wir sind hier nämlich da drauf gelandet und es gibt, das haben wir jetzt nochmal schwarz auf weiß gesehen, kein Zurück mehr. Das heißt, einfach immer der Nase nach und gucken, wo wir letzten Endes landen. Ja, also zwei Sachen habe ich mir für diesen Part vorgenommen. Vorsatz Nummer 1, ich bleibe ruhig. Ich werde nicht ausrasten, wenn ich die Orientierung verliere. Und Vorsatz 2, ich werde die Orientierung nicht verlieren, auch wenn ich mich da gerade selber schon wieder ein bisschen auslachen muss, weil das habe ich mir schon mehr als einmal vorgenommen, ohne dass es funktioniert hat. Aber es kann fast nur besser werden im Vergleich zu den letzten Malen. Also man muss ja immer so ein bisschen das Positive sehen, ne? Das hier sieht zum Beispiel nach Sackgasse aus. Und Sackgassen sind ja was Gutes, ne? Wenn man sich solche Ziele setzt. So, bei den Kämpfen, ja, das wird schon wieder so ein bisschen schwierig für mich. Die Frage, wann drin lassen, wann rausschneiden. Also ich werde jetzt wirklich die Regel eiskalt durchziehen. Oh, die Gegner sind aber neu. Also zumindest das Vieh da hinten. Schilder hatten wir vorher schon, aber Experiment Nummer 25 nicht. Das ist ja ein interessantes Vieh. Ey, der hat ja längere Arme, in Anführungsstrichen, als normale Körpermasse. Ist ja auch nicht schlecht. So, unsere MP sind wieder voll. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich nicht weiß, ob ich mit den Leuten zaubern soll oder lieber nicht. Aber ich glaube, ich will mal hier nicht zu knauserig sein. Wir werden jetzt mit der Kraftus-Methode weitermachen, wie schon im ersten Teil des großen Stabes. Ich muss übrigens auch ganz doll darauf aufpassen, dass ich, wenn wir den nächsten Speicherpunkt finden, dass ich nicht meine Speicherstände überschreibe, bevor wir quasi diesen großen Stab hier betreten haben. Weil ich will ja noch das DLC-Gebiet irgendwann mal machen, ne? Und das geht dann vom großen Stab, also von dem, wo wir jetzt hier sind, glaube ich, dann nicht mehr. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber es wäre schon ganz gut, wenn ich da auf Nummer sicher gehen würde und ja, das irgendwie unterbinden könnte, dass ich das da überschreibe. Weil wenn ich das überschreiben würde, ganz ehrlich, dann könnte ich mir das im Grunde genommen auch knicken mit dem DLC, weil nochmal das ganze Spiel durchzocken, ja, durchaus, ja. Also mir ist, also ich bin mir zu 2000% sicher, dass ich Lost Odyssey irgendwann in meinem Leben nochmal spielen werde und nicht nur einmal. Spätestens, wenn ich meinen Kindern irgendwann mal diese Form von Videospielkunst zeigen will, ja, wird das nochmal ausgepackt, aber nicht direkt im Anschluss darauf, da bin ich jetzt fast schon ein bisschen zu übersättigt und müsste halt komplett wieder bei Null anfangen. Und ihr wisst ja, ich hatte das ja mehrfach angekündigt, ne? Ich wollte ja für den DLC auch alle auf Stufe 99 bringen. Das heißt, ich dürfte dann auch das alles nochmal stundenlang wahrscheinlich machen mit dem ganzen Erfahrungsdingsfarmen und so da in Gongoras Anwesen. Was ist denn das hier für eine komische Plattform? Also nicht, dass ich mich jetzt über eine Sackgasse ärgern würde, aber das gibt es nicht allzu häufig in diesem Spiel, dass irgendwas gar keinen Sinn hat, aber vielleicht werden wir hier irgendwas betätigen können. Sieht da auch schon wieder so ein bisschen danach aus. Ah, ich wollte mir eigentlich erstmal angucken, was es hier insgesamt so gibt, aber ich drücke da jetzt trotzdem rauf. Nicht, dass uns das irgendwie so eine Truhe bringt oder so. Hä? Was hat das jetzt genützt? Irgendwie bin ich aus diesem Knopf jetzt nicht so ganz schlau geworden. Ich hatte jetzt irgendwie mit einem total dramatischen Kameraschwenk oder so gerechnet, aber der blieb offensichtlich aus. Hm, vielleicht hat das den Fahrstuhl in Gang gesetzt? Ich wette, der hat vorher nicht funktioniert. Also ich hoffe es zumindest. Ansonsten habe ich jetzt gerade irgendwo irgendwas ausgelassen. Oder der Schalter hat hier oben irgendwas bewirkt? Ich habe keine Ahnung. Boah, die Musik, die ist so episch. Oh, bedienen. Oh, oh, oh. Und da kommt jetzt bestimmt die Leiter runter, oder? So, ja, ach ja, ach ja, oh wow, okay, alles klar, tschüss Orientierung, tschüss, ich glaube, ich kann mich von Vorsatz Nummer 2 dann direkt mal verabschieden, Heiliger, ich komme nicht mehr zurück, nein, ich habe da bestimmt irgendwas ausgelassen, oh, wie arschig ist das denn, so, warte mal, jetzt mache ich mal meine Minimap, was ist denn das für ein behinderter Winkel hier? Ich weiß, man soll behindert nicht als Schimpfwort nutzen, aber trotzdem.
nervt mich hier. Schon wieder voll mein Konzept auseinandergebröselt, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe, dran zu arbeiten, ja. Göttliche Medizin, na, immerhin. Immerhin. Ihr wisst ja noch, ne? War da unten ein Speicherpunkt? Ja, guck mal. Ah, das ist aber der, von dem aus wir gekommen sind, ne? Ich will das Ding hier wieder zurückdingsen. Warum geht das denn nicht? Och, Mann. Ja, jetzt kriege ich schlechte Laune wieder. Hab bestimmt eine Truhe ausgelassen. Wenn ich wenigstens wissen würde, wofür dieser erste Knopf da war, den ich da betätigt habe. Die kennen wir doch schon. Ich weiß nur nicht, ob wir Golba schon kennen. Klingt ein bisschen wie Goomba. Aber die magische Infanterie, die hatten wir beim letzten Mal auch. Na gut, gehen wir mal so vor wie die letzten Male auch. Und gucken, wie weit wir damit kommen. Ich habe schon wieder vergessen, mir ein Getränk hier hinzustellen, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Wie unvorbereitet ich manchmal in die Parts gehe, ja. Ey, da check ich manchmal wirklich teilweise bis zu 5-mal meine Technik und sag irgendwie mal total minderbemittelt Test, Test, Test in mein Headset, einfach um zu gucken, ob hier alles stimmt. Und dann vergesse ich sowas Elementares, wie mich hier ein Getränk hinzustellen, ja. Also wenn ich irgendwann mal verdurste oder anfange, hier irgendwie komisch rumzuröcheln, dann wisst ihr, woran das liegt. Aber das ist okay. Ich bin jetzt ein bisschen im Voraus mit dem Aufnehmen. Ich weiß gar nicht, welcher heute ist. Warte mal, soll ich euch das mal sagen? Habt ihr gerade die Minute? Stromeisenklaue. Ich habe gerade gesehen, dass wir, glaube ich, voll die geilen Sachen bekommen. Ja, heute ist der 25. Juli. Ja, also wie gesagt, ich bin schon über eine Woche im Voraus wegen Urlaub und so. Aber langsam akklimatisiert es sich ein bisschen in Deutschland und es ist nicht mehr so elendig heiß. Deswegen bin ich auch gerade bester Laune. Also meine Laune wirklich, die steht und fällt, muss ich leider so sagen. Teilweise auch mit dem Wetter. Ey, ist das der Fahrstuhl, von dem ich gekommen bin? Muss ich mal eben ganz kurz prüfen. Ja, es geht wieder runter, das ist schon mal gut. Hab durchaus auch die Leiter gesehen, die da nach oben führte. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Ja, ich glaube, von hier kam ich. Aber durch diese Verschiebung mit diesen ganzen komischen Platten und so komme ich da jetzt nicht mehr an den Ort, wo ich eigentlich noch hin wollte. Warte mal, ich muss mir das jetzt nochmal... Ach so, nee. Ich sehe das oben rechts schon über die Minimap. Ja, ja, guck mal, das ist ein bisschen sichelförmig. Sichelförmig geformt, voll doppelt gemoppelt. Ja, aber daran erkennt man das. Alles klar. Wieder einmal zu viel gelaufen. Aber lieber, ja, einmal zu viel laufen, als das in so einem Desaster enden zu lassen, wie im ersten Teil des großen Stabes. Also, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich mich in keine Löcher mehr reinstürze. Also, das ist ein absolutes No-Go, ja, um mich mal so ein bisschen pseudo-elitär mit hässlichen Anglizismen auszudrücken. So, aber wir haben jetzt nur noch diesen einen Weg, das finde ich gut. Warum sind die Leiter hier so rostig und die so gülden? Ist die irgendwie neu und schön oder was? Das komische Kanten flimmern voll hässlich. Muss ich ja auch mal anmerken, ne? Ja, ich bin heute irgendwie ein bisschen aufgedreht. Oh. Okay. Oh Mann. Was zum Teufel? Das Ding in der Mitte sieht wie ein Lift aus. Ich wette, damit gelangen wir nach oben. Perfekt. Gongora müsste im Kontrollraum sein. Fahren wir in diesem Lift hoch. Und wenn das mal nicht so einfach wird, oder wenn das mal so einfach wird, Transportlift. Ja, auf jeden Fall eine sehr geile Konstruktion, aber so designtechnisch absolut nicht mein Fall. Ja, ist mir irgendwie alles viel zu trist und viel zu farblos und viel zu wenig Blümchen und Pflänzchen und alles. Ist das hier ein Fahrstuhl? Nee, das ist nur so eine komische Möchtegern-Sackgasse. Ich habe irgendwie voll Angst, was auszulassen, aber ganz ehrlich... Ich glaube, jetzt macht das auch keinen Unterschied mehr, wenn ich hier irgendwo irgendwas liegen lasse. Ich glaube mal, die besten Accessoires im Spiel, die haben wir alle schon. Das Ding wird das bestimmt in Bewegung setzen, ne? Also das werde ich jetzt ab sofort als allerletztes irgendwie betätigen. Ich werde mich zuerst überall anders umgucken. Aber ich glaube, so überschaubar, wie das jetzt noch ist, wird das nicht bleiben. Zauberkette. Da erzähle ich gerade was davon, dass wir wahrscheinlich hier schon alle Accessoires haben. Also ja, ich habe gesagt, wir haben wahrscheinlich schon die besten, aber ist dann hier doch noch was Neues? Ach so? Hä? Haben wir schon. Das haben wir schon von Max gelernt, ne? Und nicht von dem Item. Deswegen ist das so... Ja, deswegen sieht das schon so gelernt aus, obwohl wir dieses Item jetzt zum ersten Mal sehen. Aber gut, habe ich weniger Stress, muss ich seltener ins Menü gucken, soll mir auch recht sein. Ich versuche so ein bisschen Optimismus jetzt aufzubauen. Und ja, wenn ich mich wieder verlaufen sollte, dann fange ich, glaube ich, an zu singen, um mich irgendwie aufzuheitern oder so. Nein, das mache ich nicht. Das war nur ein Scherz.
schon so einige Leute vor meinem geistigen Auge rumgrinsen sehe. Ach, du auch hier? Na, meine Güte, du scheinst ja auch weit verbreitet zu sein. Zumindest, wenn es um die Region des großen Stabes geht. Aber gut, mit denen müssen wir eigentlich auch ganz gut fertig werden. Ich wollte gerade sagen, inzwischen ganz gut fertig werden, aber so lange ist das gar nicht her, seit wir die zuletzt gesehen haben. Wirklich viele Level-Ups haben wir seitdem auch gar nicht generieren können. Also hier in diesem großen Stab. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt irgendein Level-Up bekommen haben. Davon mal abgesehen. Ich glaube, wir bekommen generell irgendwie zu wenig Erfahrung, oder? Also um da ein Upgrade zu kriegen, muss ich mal darauf achten, wie viel uns der hier gibt. Aber ich habe das irgendwie immer lieber, einen schweren Gegner als so mehrere Kleinschitzviecher, die nerven mich dann letzten Endes irgendwie, ja, noch mehr. Hier läuft das immer so fluffig, weil hier kann ich dann immer auf den A-Knopf bashen und dann immer mit dem Ringmenü und der Winkel bleibt immer der gleiche und so. Ja, also dank Kraftus kann ich das jetzt auch bei größeren Gegnergruppen so handeln, weil ich ja jetzt nicht mehr gucken muss, wer ist gegen welches Element und so empfindlich. Aber trotzdem sind mir Einzelgegner lieber. Übrigens nicht nur in Lost Odyssey. Okay. Oh, nee, ich mag das jetzt schon nicht. Okay. Ich habe aber einen Plan, ja. Wir drehen uns immer nach links. So lange, bis wir... Oh, okay, da geht's nicht. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut, dass wir da nicht hinkommen. Achso, und da kommen wir auch nicht hin. Ja, das Ding klemmt irgendwie. Was für eine Scheißkonstruktion. Aber nee, soll mir recht sein. Vor allen Dingen, wenn man das die ganze Zeit machen würde, könnte man den großen Stab voll von innen heraus zerstören, oder? Ich glaube nicht, dass das so gesund ist für diese Plattform, wenn die da immer rechts und links überall anditscht. So, Sackgasse, finde ich gut. Ja, ich bin voll der Sackgassen-Fan. Ich mutiere hier voll zum Sackgassen-Groupie, wenn das hier so weitergeht. Da links ist schon eine Truhe, finde ich schon mal sehr geil. Ja, irgendwie mag ich den Ort. Also, auch wenn ich das mit den verschiedenen Etagen und dem ganzen Drehen und so ein bisschen blöde finde, aber bisher ist das überschaubar. Ich kriege gerade so leichte Déjà-vus, weil ich das mit dem bisher ist das überschaubar vor nicht allzu langer Zeit schon mal ausgesprochen habe, ne? Ich frage mich gerade, inwiefern es überhaupt noch Sinn macht, die ganzen Gegner hier zu töten. Weil ist die Chance, dass wir hier Stufenaufstiege generieren, sehr gering. Aber das Einzige, was jetzt noch wirklich deutlich dafür spricht, ist, dass Ming, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, noch dieses Accessoire hat mit Elementabsorption. Ja, also bis das alle gelernt haben, sollte ich auf jeden Fall alle Kämpfe irgendwie noch mitnehmen. Aber ab dem nächsten würde ich die dann rausschneiden. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Weil das ist der einzige neue Gegner, den wir jetzt hier in dem Bereich sehen. Ja, der hier mit den langen Ärmchen. Der übrigens auch bisher, finde ich, der interessanteste ist. Die Feuersäule, die hat mir im ersten Teil des großen Stabs noch ganz gut gefallen. Aber ja, der ist auch ganz cool mit seinem komischen metallischen Rock, den er da so mit sich trägt. Und ihr seht ja selber, wirklich gefährlich werden uns diese Viecher hier nicht. Also dieser eine komische Schattentypi, der hier immer mit Schattenuss und sowas alles um die Ecke kommt. Und nicht mal immer. In dem letzten Kampf hat er das ja auch nicht zum Einsatz gebracht. Der ist, glaube ich, noch mit der gefährlichste. Aber dadurch, dass wir die inzwischen schneller aus dem Weg räumen, als man gucken kann, ja, ist es ja auch irgendwie übertrieben von Gefahr zu sprechen. Und warte mal, ist da überhaupt irgendwas? Warte, ich hole erstmal die Truhe. Ja, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. So ist meine Devise in diesem Part. Okay, also inzwischen häufen sich wirklich die wertvollen Items, die man hier mitnimmt. Negoya trifft den Zauneingang nicht. Ach so, das wird bestimmt, wenn man das hier dreht, da nochmal so einen anderen Zugang ermöglichen, der letzten Endes nichts bringt. Aber hey, neuer Zugang, juhu und so. Ich wette, wenn wir irgendwann nach oben gehen, wird er auch andocken. Ich wette, das wird irgendwann voll zwingend erforderlich sein, dass man sich hier irgendwie dreht. Ich bleib mal dabei, diesmal scheint das auch zu funktionieren, dass wir uns immer nach links drehen. Okay, das ist die Plattform, über die ich mich gerade so ein bisschen schon lustig gemacht habe, ne? Ich gucke gerade so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augen, ob ich da nicht irgendwas übersehe. Aber nö. So, was ist das da unten jetzt?
Oh, falscher Alarm. Oh, ich war gerade voll durcheinander, weil ich auf den ersten Blick dachte, dass das neue Gegner wären. Sind sie aber nicht. Also das ist jetzt wirklich der letzte Kampf, den wir uns zusammen angucken. Also den kennen wir zwar schon, wir haben die allerdings noch nicht in so großer Menge gesehen. Ich finde die aber ziemlich geil, muss ich sagen. Die sind mir irgendwie so in Begleitung von ein paar anderen Viechern gar nicht so aufgefallen, muss ich ja leider zugeben. Aber die haben richtig geile Augen. Die leuchten so ein bisschen Terminator-mäßig, oder? Voll geil, finde ich cool. Irgendwie mag ich die Gegner. Das sage ich aber auch nur, weil wir total überlevelt sind. Also ganz ehrlich, wenn ich nicht im Tempel der Erleuchtung gewesen wäre, dann wäre das hier schon ganz schön hart gewesen. Also ich glaube, diese Trainingssession da auf Gongoras Anwesen hätte an sich erstmal nicht ausgereicht, um hier wirklich wieder Spaziergang durchzulatschen. Deswegen ist das schon ganz gut mit der Reihenfolge, für die ich mich entschieden habe. Auch wenn das im Tempel der Erleuchtung streckenweise ganz schön hardcore war. Aber mit dem Teilungszauber geht das. Also Teilung, mit Teilung kriegt man hier, glaube ich, irgendwie alles hin, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt und konzentriert. Auch wenn ich diesen Unsterblichen da im Hinterhof ganz schön krass fand. Also trotz Teilung und so. Und wie gesagt, das wird nur noch durch einen einzigen Gegner getoppt werden. Von dem ich euch allerdings nicht sagen kann, wann wir den sehen. So, jetzt muss ich mal gucken. Orientierung, Orientierung. Hatten wir das Ding so schon mal positioniert? Ich glaube, da hinten kommen wir nirgendwo hin, okay. Und hier auf der rechten Seite kommen wir auch nirgendwo hin, es sei denn, ich bin blind. Also, wenn ich blind bin, dann kann ich das jetzt auch nicht ändern. Aber ich habe da nichts gesehen, wo wir irgendwie andocken können. Das heißt aber, wenn ich jetzt nochmal nach links gehe, dann müssen wir wieder in unserem ursprünglichen Zustand sein. Ja, genau, das erkenne ich dann daran, dass da auch die Truhe erreichbar wäre. Gut, dann gucken wir mal, ob wir nach oben kommen. Seht ihr, ich habe es gesagt, irgendwann kommen wir auch da nicht mehr weiter. Das heißt, wir drehen jetzt hier mal so lange nach links und versuchen nach oben durchzukommen, bis das Spiel mal sagt, ist okay. Und das scheint jetzt der Fall zu sein. Ach du Schreck. Das waren aber gerade mehr als nur ein Stockwerk, oder? Oh, ey, nicht, dass man sowas ja auch noch beachten muss. Ey, irgendwie ist der Kamerawinkel gerade sehr suboptimal. Ich konnte irgendwie nicht so durchgucken, wie... Ey, das sieht auch aus wie so dicke alte Salami-Würste zusammengepresst, oder? Oder so riesige XXL-Dynamitstangen. Hier ist ja wieder nichts. Hier ist ja wieder nichts. Wofür bewege ich mich denn hier so viel mit meinen virtuellen Beinchen? Dafür haben wir hier irgendwas. Ja, wow, eine Kiste, in der wir mal wühlen können, um, weiß ich nicht, irgendwie Müllüberreste zu suchen oder so. Wobei da wahrscheinlich kein Müll drin gelagert wird. Na gut, im ersten Anlauf gab es jetzt hier erstmal nichts. Dann drehen wir mal munter wieder nach links. Ja, also hier kann ich mit der Orientierung leben. Mit meinem System finde ich das eigentlich ganz gut. Da hinten sehe ich schon so einen Computer. Habe ich gleich wieder so Blitze in den Augen, ne? Weil ich in dem Computer schon wieder voll das Feindbild sehe, ey. Da hinten ist eine Truhe. Der will bestimmt wieder meine kosmische Ordnung hier durcheinander bringen, ja? Ich weiß, was der im Schilde führt. Wird bestimmt so ein ekliges Element noch mit reinbringen, dass sich der Raum spiegelt oder so. Oder dass hier alles explodiert und wir in so einer anderen Ebene landen oder sowas. Ich kenne doch die ganzen Marotten der Entwickler. Der guten Entwickler, muss man ja leider sagen. Ja, die es immer wieder schaffen, so einen Spieler, der anfängt, sich in Sicherheit zu wähnen, immer wieder so einen Strich durch die Rechnung machen und auch immer auf dem Punkt genau wissen, wann die Zeit dafür reif ist, ja. So, vier Elemente-Siegel. Das bräuchte jetzt, glaube ich, nur noch Sarah oder Sarah. Sarah Sisulat. Der bekloppteste Nachname aller Zeiten. Wobei in anderen Videospielen haben die Leute auch immer bekloppte Nachnamen, nur die kann ich mir irgendwie nicht merken. Seht ihr? Ich wusste, dass sich jetzt irgendwas verschiebt. Aber das war nur zu unseren Gunsten. Weil wir... Hä, wo waren das? Das muss auf der anderen Seite gewesen sein, oder? Hä, aber... Ja, ich kann da jetzt mit der Kamera nicht hin, aber mit ein bisschen Drehen müssten wir eigentlich... Da hinten ist die Truhe, genau. Und die hat sich jetzt so ein bisschen nach vorne verschoben, damit die wahrscheinlich auch erreichbar ist für uns. Dann drehen wir mal nach links. Das sieht auch ganz gut aus, oder? Nee, ey, einfach mal volle Möhre vorbeigedreht. Warum? Wie
Wie komme ich denn dann jetzt an die Truhe ran? Verstehe ich gerade nicht. Wahrscheinlich noch einmal drehen. Das sollte wahrscheinlich mit Absicht irgendwie so kleine Blondinen wie mich verwirren. So, da ist erstmal nichts. Da ist schon wieder so ein Computer. Oder ist das der, den ich vorhin... Nee, ich glaube, das ist der, wo ich vorhin schon war, ne? Oder? Ach, keine Ahnung. Was ist denn da? Hey, war ich da nicht auch schon mal? Also irgendwie fühle ich mich gerade ein bisschen veräppelt vom Spiel. Aber mir ist gerade irgendwie nur wichtig, dass wir die Truhe erreichen. Alles andere ist mir erstmal wurscht. Ich glaube, hier gibt es auch ansonsten kaum... Ja, an dem Computer müssen wir gewesen sein. Hier ist ja sonst keiner. Ich glaube, die machen das so ein bisschen mit Absicht, dass man hier nicht immer so gut um die Ecke gucken kann und deshalb nicht auf Anhieb sieht, wo man letzten Endes richtig ist. Aber ja, jetzt bin ich an der Truhe. Sehr schön! Das war wahrscheinlich so die Herausforderung dieses Stockwerkes. Höllenhorn. Ich glaube, die letzte Waffe, die wir bekommen haben, die war auch irgendwie für Jensen. Keine Ahnung, warum der gerade so bevorzugt wird. Will mir das Spiel damit irgendwas sagen? Ist zwar nicht besser, aber schon relativ nah dran. Würde mich auch irgendwie gar nicht wundern, wenn das vielleicht sogar die beste Waffe im Spiel für ihn wäre. Also die man jetzt regulär über Kisten findet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, woher er seine jetzige Waffe hat, wenn ich ehrlich bin. Naja, irgendwo werden wir sie schon aufgesammelt haben. Ist ja letzten Endes auch egal, woher. Bestimmt durch irgendeinen Schatz oder so, oder? Über die ganze Schatzsuche haben wir immer eine ganze Menge an geilen Waffen gefunden, okay? Jetzt müssen wir wieder, es ist fast ein bisschen wie Lego spielen, nach den richtigen Dings hier suchen. Oder nicht Lego. Nee, nicht Lego. Es gibt so ein... Ich meinte eigentlich irgendein anderes Spiel. Ich komme aber gerade nicht drauf, wie das heißt. Okay, es sieht irgendwie aus, als ob wir jetzt schon ganz oben wären, findet ihr nicht auch? Der Kreis, der ist nämlich fast in sich geschlossen. Ja, und wir können auch nicht weiter nach oben. Warte mal, kann ich nach links und rechts drehen? Ja, das geht noch. Okay, da hinten sehe ich auch eine Truhe, die wir jetzt von hier erreichen können. Ja, nein, vielleicht. Seht ihr da irgendwie einen Durchgang? Oh, ich fühle mich gerade irgendwie, als wäre ich 90 Jahre alt und hätte und könnte nicht mehr richtig gucken. Ich glaube, das Spiel will aber von uns, dass wir einmal komplett außen rumlaufen, schätze ich einfach mal. So, da ist eine Leiter. Oh, hier ist auch eine Leiter. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist die Leiter des Todes. Und da kam plötzlich eine zweite Leiter des Todes um die Ecke, wodurch die erste irgendwie gar nicht mehr so furchteinflößend ist. Ich will mich nicht zwischen zwei Leitern entscheiden müssen. Ich will, dass eine verschwindet oder kaputt ist oder brennt oder irgendwas. Truhe, tröste mich oder beinhalte einen Hinweis, wo ich zuerst hochklettern soll, bitte. Fürstenohrringe, okay. Das klingt echt nach einem sehr kostspieligen Trostpreis. Fürstenohrringe, das hat schon wieder was Dings-exklusives Tolten. Oh, wow. Das ist aber mal richtig, richtig wertvoll. Stimmt, die Verteidigungsverstärkung Stufe 2, die haben wir nämlich noch gar nicht. Ey, das ist ja mal geil. Ey, das ist ja besser als alles, was ich mir da hätte erwarten können. Ja, geile, brave Truhe. Hat mich psychisch gerade so ein bisschen gestreichelt. Ich frage mich trotzdem, wo ich jetzt hin soll. Man kann leider nicht nach oben gucken, deswegen weiß ich gerade nicht. Aber da, warte mal, guck mal, da ist so ein blauer Pfeil. Seht ihr das? Oben rechts in der Minimap. Hier an der Leiter links von mir, da ist so ein blauer Pfeil. Ach, da ist auch ein blauer Pfeil. Oh. Boah, ey, was für ein Mega-Fail, ey. Okay, ich habe einfach mal das Bauchgefühl, dass die Leiter da am Ende dieses Kreises vielleicht die richtige sein könnte. 50-50-Chance. Ich entscheide mich immer falsch, wenn es um 50-50-Chancen geht. Wo bin ich denn hier? Sieht eigentlich ganz gut aus auf den ersten Blick, oder? Ja, das sieht mal richtig sackgassig aus. Oh yeah, baby. Ich glaube, ich bin hier richtig gut unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon drücken soll. Soll ich das jetzt schon drücken? Ich drücke das jetzt schon. Oh, das kann man gar nicht drücken. Mhm. Ja, super. Hat ja wieder voll was gebracht. Aber egal, Mann, egal. Es geht darum, dass ich die Sackgasse gefunden habe und dass ich diesmal eine 50-50-Chance richtig genutzt habe, ja. Indem ich mich zuerst für den falschen Weg entschieden habe. Das bedeutet mir eine ganze Menge gerade. Denn gerade in dieser heißen Schlussphase, wo jede Truhe im Grunde genommen voll das dicke Ding beinhalten könnte, ist das wichtig, alles mitzunehmen.
Ich hoffe, dass ich da hinten keine Leitern oder so mehr ausgelassen habe. Magische Kontrollsektion. Auf der anderen Seite geht das ja gar nicht, weil der Kreis ja komplett abzulaufen war, ne? Oh nein, das Ding kann ich bedienen. Was ist das denn für ein dicker roter Knopf? Ist das hier irgendwie der... Oh, der Rauchalarm, Brandmelder, Auslöser. Okay, das sind jetzt so viele Wegespiel. Also ich... Gerade eben fand ich das nämlich alles noch total toll, wie es lief und war mega stolz auf mich und so. Und wir haben ein Level up, juhu. Das Spiel muntert mich gerade immer auf. Immer wenn ich so meine Depri-Phasen bekomme oder die sich irgendwie anfangen abzuzeichnen, kommt das Spiel wieder um die Ecke und bietet mir irgendwas, was mich aufheitert. So darf das gerne weitergehen. Ich muss nur aufpassen, dass ich das nicht ausreize, ne? Okay, also das ist mir definitiv zu unübersichtlich. Heiliger Mist, ey. Was ist denn das hier? Das kann ich auch greifen. Oh, es wird ja immer schlimmer. Was passiert denn, wenn ich so ein Ding greife? Drücken. Okay. Muss ich das irgendwie verstehen? Also wenn ich ziehe, passiert nichts. Wenn ich das drücke, passiert auch nichts. Er funktioniert nicht. Ich glaube, er ist gesperrt. Ja, oder einfach nicht so empfänglich für Kuscheleinheiten. Da ist ein Fahrstuhl. Oh, aber ich glaube, einen Fahrstuhl sollte ich erst, wenn, dann ganz am Ende nehmen, oder? Ich glaube, ich will erstmal die anderen Wege abchecken. Ich würde mir irgendwie gerade wünschen, dass alle von diesen komischen Kuschelmaschinen nicht funktionieren. Das würde mir das alles schon mal ein bisschen vereinfachen. Ich traue mich irgendwie nicht, auch sowas hier rauf zu drücken. Oh, ich glaube, ich gucke erstmal, was ist hier so? Drücken geht nicht, ziehen geht auch nicht. Ich wette, dieser Punkt, der muss grün werden, damit wir da irgendwas machen können. Und ich wette, oh, ich habe gerade voll die Theorien. Ich wette, wenn ich einen so einen Computer betätige, dann werden auch diese Kuschelmaschinen irgendwie aktiv. Ich gehe jetzt erstmal hier runter, in der Hoffnung, eine weitere Truhe vielleicht auch zu finden. Nee, hier ist nur wieder so eine komische Knopfmaschine. Geht die vielleicht? Also nee, ich glaube, alles, was rot ist, geht letzten Endes nicht. Die Frage ist, was soll denn bitte hier passieren? Also ich habe, glaube ich, jetzt als einzigen Weg, wenn ich das richtig überschaut habe, nur den Fahrstuhl. Es sei denn, warte mal, hier oben kann ja sein, dass noch was auf der rechten Seite zu finden ist. Ah ja, da scheint es noch ein Stückchen weiter zu gehen. Mhm. Es sei denn, es kommen eben neue Wege zustande in dem Moment, wo ich diese ganzen Maschinen hier irgendwie aktiviere. Da hinten ist eine Truhe. Oh, die will ich. Ich will unbedingt die Truhe. Komme, was wolle. Ich muss wohl noch viel lernen. Okay, ich finde das manchmal mal voll faszinierend, was die so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt von Ming. Ich muss noch viel lernen. Hat sie fast gerade so gestöhnt wie so eine Porno-Olle, ey. Ach so. Oh, ich glaube, ich sehe, worauf das hinauslaufen wird. Okay, was ist das bitte für eine krass gut versteckte Truhe? Okay, das ist gerade echt ein bisschen heftig. Aber gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier machen können. Ich weiß nicht, wie das hier richtig läuft. Warum kann ich die Dinger nicht betätigen? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Vielleicht muss ich unten über diesen einen Schalter die oberen Teile hier erstmal in Gang bringen. Ja, ich frage mich gerade, ob man mitten im Let's Play, was eigentlich als nicht blind gekennzeichnet ist, plötzlich doch auf blind umschwenken kann. Weil ich weiß das ja alles irgendwie gar nicht mehr. Also so langsam fangen die Kämpfe schon ein bisschen an, mir auf den Sack zu gehen. Also so ganz dezent, nö. Aber ja, immerhin. Ja, ey, guck mal. Es ist doch faszinierend, oder? Immer wenn ich anfange, mich über irgendwas zu beschweren, dann passiert irgendwas Tolles. Ja, das ist irgendwie gerade etwas gruselig, wenn ich das mal so ganz dezent anmerken darf. Okay, die Fürstenohrringe wandern dann mal weiter zu einer Frau, die auch Ohrringe tragen kann. Nicht so wie bei Keim. Ich weiß gar nicht, ob man die bei Keim überhaupt gesehen hat. So, was hat sich jetzt verändert? Ja, irgendwie nix, oder? Oder? Doch. Nee. Ich dachte gerade... Hä? Hat sich jetzt was getan? Hä? Verstehe ich nicht. Der hat diesmal... Ich habe da jetzt irgendwas reingedrückt, aber war das jetzt gut oder nicht, oder was? Hallo? Kann mir jemand mal das System hier erklären? Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Ich wollte unbedingt hier oben die Truhe haben. Ich will, dass ich diese Dinger jetzt hier irgendwie bedienen kann. Geht aber immer noch nicht. Hä? Okay, ich bin zu doof, das Spiel
zu verstehen. Das pufft immer so komisch. Ziehen, drücken, jetzt reagiert das gar nicht mehr. Oh. Oh, 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 ich glaube, das ist jetzt, ja, jetzt fangen diese komischen Dinger hier an. Ja, okay, ich glaube, jetzt sind die zu aktivieren. Nee. Hä? Was soll denn das? Das Spiel trollt mich doch hier gerade schon wieder. Hä, okay, warte mal. Du komischer kleiner Buzzer. Was hast du jetzt letzten Endes ausgelöst? Ja, haha. Können wir das mal irgendwie jemand verraten? Boah, ey. An diesen Experiment 25 Dingern nervt mich einfach total, dass die uns gar nichts anhaben können, weil gegen Toxin sind wir immun, ja. Mit Toxin kontern die und Prismarus kann uns ja auch nichts. Und die Kampfanimation oder diese Zauberbeschwörungsdingenszeit, die dauert immer so ewig lange, ey. Das ist immer richtig ätzend, weil da verbringt man Zeit mit Warten, ohne dass da Spannung erzeugt wird, ja. Ich meine, wenn die Gegner und alles hier ein bisschen schwieriger wären, dann... Achso, guck mal. Das bringt diese komischen Schrauben immer in Gang, oder was das da sein soll. Oder? Oder? Wenn ich das... Ja, genau. Ja, wenn die Kämpfe wenigstens ein bisschen schwer wären, ne? Und man dann immer so denken würde, so, oh mein Gott, Prismarus, werden wir das überleben, ja oder nein? Und oh mein Gott, was soll mein nächster Schachzug sein? Wie gehe ich jetzt mit diesem harten Gegnerschlag um? Dann wäre das was anderes, aber so wippe ich die ganze Zeit mit den Füßen auf und ab und denke mir immer so, ja, heute noch? Deswegen sind die Kämpfe gerade so ein kleines bisschen ärgerlich für mich. Freut euch, dass ihr da nicht dabei seid, weil das ist momentan echt langweilig. Aber ich kann nicht mal irgendwie die Zeit des Kampfes nutzen, um mal irgendwie eine SMS zu schreiben oder irgendwas anderes zu machen. Weil ich ja auf dieses Zielring-Menü-Gedöns auch so ein bisschen Acht geben muss und das ja auch darüber mitentscheidet, wie schnell so ein Kampf zu Ende geht. Also da oben komme ich auf jeden Fall nicht hin. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was das Spiel jetzt eigentlich von mir möchte. Hier oben haben wir noch so ein Teil. Vielleicht müssen wir alle von diesen komischen Teilen aktivieren. Das ist eigentlich gar nicht mal so unwahrscheinlich, oder? Damit dann diese komischen Räder da in der Nähe von der Truhe zum Einsatz kommen und auch anfangen, sich mitzudrehen. Weil, guck mal, der Fahrstuhl, der bewegt sich jetzt. Ich weiß nicht, hat er sich vorher auch schon bewegt? Ich habe da irgendwie nicht so drauf geachtet. Aber ich glaube, der stand still. So, wenn wir mal eben kurz gucken. Warte mal, was war denn hier unten nochmal? Oh, gar nichts, okay. Jetzt habe ich bestimmt gleich wieder einen Zufallskampf an der Backe. Ja, jetzt drehen sich die Teile. Okay, sehr gut. Schön, dass ich da nochmal zurückgegangen bin. Das sieht irgendwie so aus, als ob ich da volle Möhre zermatscht werden könnte. Ich hoffe mal nicht, dass das der Fall sein wird. Ach, ich glaube, ich verstehe, wie der Hase läuft. Super. Jetzt muss ich hier schon wieder voll die Timing-Skills beweisen. Ich wette, das geht wieder nach hinten los, oder? Ja, super. Machst du richtig gut, Nagoya. Also wirklich. Kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden hier. Das müsste jetzt aber klappen, oder? Ja, okay, sehr gut. So, die drehen sich auch unterschiedlich schnell, kann das sein? Also so einen wirklichen roten Faden zu erkennen für alle drei ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Auch wenn das beim zweiten immerhin ganz gut gelungen ist. Gucken wir mal, wie es hier ausschaut. Ich glaube, ich habe verstanden, was das Spiel will. Alles klar, sehr gut. Also jetzt kann ich ruhig schlafen heute Nacht, ja. Jetzt, wo ich die Truhe habe, die vielleicht am besten bewachte Truhe des gesamten Spiels, also alle anderen lagen irgendwie so ein bisschen am Wegesrand und Lindwurmschweif, eine Waffe für Keim und Seth, aber ich kann mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass sie besser ist als, ja, boah, guck mal, wie die Werte runtergehen, ey, ist das pervers. Ey, super, jetzt habe ich mir hier so eine dicke Mühe gegeben, ja. Und so viel Zeit und Hirnschmalz und Geduld investiert, nur um dann so eine voll unterirdische Waffe aufzusammeln, ja. Ist ja mal voll demotivierend. Aber gut ist, ja, und da versuche ich jetzt mal wieder ein bisschen optimistischer zu werden, gut ist, dass wir nur noch einen Weg haben. Und zwar über den Fahrstuhl. Hab also bisher alles richtig gemacht in dem Part, soweit, ne? Seid ihr ein bisschen stolz auf mich? Ich hoffe ganz, ganz toll, dass ihr ein bisschen stolz auf mich seid, weil ich bin immer noch so traumatisiert und gekränkt wegen diesem Dilemma da in dem großen Stab Teil 1. Ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll.
So, sind wir jetzt auch langsam mal da? Ich weiß nicht, wie hoch es hier noch geht, aber kann mir nicht vorstellen, dass das noch ewig lang andauert. Da ist ein Speicherpunkt. Aber vorher eine große Fläche, die so ein bisschen nach Bosskampf aussieht. Gläserne Kammer, oh Backe. Ich ahne Schlimmes. Oh ja. Ist das? Das Portal zu unserer Welt. Von dort kommt ihr her? Ja. Du gehst doch nicht zurück in deine Welt, oder? Ich meine, ich will dir nichts vorschreiben, aber überlegst du noch? Nein, denn mein Herz hat bereits entschieden. Oh mein Gott, Ming hat sich für Jensen entschieden. Ich werde ja schwach, wie schön. Ich freue mich gerade voll für sie und auch für ihn, weil sie hatte, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich glaube, sie hat ihre Entscheidung noch nicht publik gemacht. Ich werde jetzt aufpassen, dass ich nicht den Hinterhof überschreibe. Wir überschreiben das hier. Hinterhof muss bleiben. Diesen Speicherstand werde ich jetzt möglichst gar nicht mehr anrühren. Wow, also ich bin echt aufgeregt wegen der nächsten Folge, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie schon so einen Bosskampf durchlaufen werden, aber ich glaube, Leute, die nächste Folge könnte eventuell die Finalfolge sein. Da wird mir gerade ganz anders. Da rechts ist übrigens eine Leiter, die ich gerade zum ersten Mal sehe. Oder sind wir da hergekommen? Ach, keine Ahnung. Ich werde mir beim nächsten Mal sowieso alles nochmal ganz genau angucken. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich riesig freuen, euch auch beim nächsten Mal, vielleicht beim Finale, dann mit dabei zu haben. Macht's gut, bis dann. Ciao.